Bei uns heißt das Bauernhof. Na, die Pilze da müssen noch weg. Die zwei, drei. Oh, ach ja, du. Wenn du die Nahrung ausgeliefert hast, dann wirfst du mal bitte Schäfer. Oh, du hast Eisenschürfer erfunden. Gut. Das heißt, eine Eisenschmelze wird das auch noch gebraucht. So, du bist erwachsen. Du gehst mal darüber. Und wo ist der andere? So, du gehst in die Schule, wirst Holzfäller. Oh, du lieferst mal wieder Leder aus. Na gut. So, Schäfer. Und die Pilze sind aus dem Weg. Das heißt, wir können eine Speermacherei hier hinsetzen. Oh. Da ist mal wieder jemand am Laufen. Du wartest in der Schule, das heißt, du wirst Holzfäller. Oh, sie wollen jetzt da drüben angreifen, den Turm. So, Steinmetzzelt steht schon eine Weile leer. Ja, weil du mit Geschirr machen beschäftigt bist. So, du ziehst hier ein und arbeitest hier. Ach, du hast Schuhe gebraucht, okay. So, Wolle wird gemacht. Du hast die gewünschte Warenmenge hergestellt. Gut, das heißt, du wirst wieder Steinmetz. So, wenn du die Menge hier ausgeliefert hast. Wir haben eh kein Bier mehr hier oben und Holz auch nicht. So, das heißt du. Bist wieder Bauarbeiter. Und fängst an, die Speermacherei zu bauen. Sehr gut. Hier passt kein Tempel hin. Das ist schade. Also muss er direkt hier unten hin. So, das ist das Ende der Indianer hier. Oh, da kommen noch welche. Da kommen noch mehr. Da kommen schon wieder welche nach. Hä?
Das war nichts. Oh, da kommt noch eine Angriffswelle. Die haben es tatsächlich geschafft, hier noch den Wachturm einzureißen. Also wenn die Mayas nicht irgendwann mal Soldaten nachproduzieren, dann... Oh, die haben nur den Turm einreißen wollen. Jetzt ziehen sie sich wieder zurück. Du bist hungrig, dann iss mal. Du hast Schäfer erfunden, gut. Und ja, langsam geht uns der Platz aus, ohne nicht direkt den Mayas vor die Nase zu bauen. So, du heiratest jetzt endlich mal. So, Speermacherei ist fertig. Eisenschmelz ist fertig. Das heißt, du kannst jetzt dann auch demnächst Gold schmelzen. So wie du Eisen. So, du hast die gewünschte Warenmenge hergestellt. Das heißt, du kannst als nächstes weben. Du bist hungrig, dann isst was. So, der Tempel muss noch gebaut werden. Ja, du kannst erstmal die Eisenschmelze vollstopfen. Pilze werden gut eingeliefert, eingelagert. Hier oben sind noch mehr als genug Pilze. Ich hoffe, er läuft auch oft genug nach da oben. Bier wird gemacht. Okay, dann wird es jetzt Zeit für die Kaserne. Direkt neben dem Bauplatz für den Wachturm. So, du machst Speere. Jetzt legt er das Holz da ab, aber er wird es gleich wahrscheinlich wiederholen. Kaserne und noch ein Zweifamilienhaus für die Träger der Kaserne. Ja, dann kommt der interessante Part. Wohin mit den ganzen Werkzeugschmieden? Okay, die Indianer geben wieder Ruhe, so wie es aussieht.
Du kannst trainiert werden. So, der Tempel ist fertig. Pilze sind genug da. Lassen wir den Pilzsammler nochmal Pilz holen. Du kannst trainiert werden. Gut, und du bist jetzt Speermacher. Hast diesmal 4 Speere gebraucht. Du bist hungrig. Iss. Du kannst trainiert werden. Gut. So, Webstube wird gebaut. Ein Kaserne und 2 Familienhaus. Das ist alles okay soweit. Dann gebe ich auch schon mal eine Straße hier in Auftrag. Hier so rum. So. So, vorbei an der Schule zum Haupthaus. Gut. Oh ja, du könntest jetzt denn wirklich mal anfangen. Wenn du das da abgeliefert hast mit dem Goldschmieden. Jetzt sind nämlich genug Goldnuggets da. Ich glaube, du kannst doch bald mit dem Eisenschürfen anfangen. Ja, also mit dem Eisenschmelzen. Gut. Jägerzelt steht leer. Schuhe gehen uns bald aus. Goldspiele dürfte jetzt schon dann besetzt werden. Okay, Stein haben wir gerade genug. Du wirst wieder Nebensammler erstmal. Du isst was. Oh, du fängst schon an, da zu bauen, weil da fast fertig ist. Also die Ressourcen sind schon da. Es muss nur noch der Bauarbeiter kommen und es fertig bauen. Ja gut, die Speermacherei könnt ihr für euch vollpacken. Nachher reiße ich sie dann ab. Dann könnt ihr das Holz schön wieder einsammeln. Okay, Webstube ist fertig. Das heißt, es wird jetzt... werden jetzt Waffenröcke produziert. Würde mich sogar nicht wundern, wenn meine beiden Schmiede dann von dem Holzvorrat nehmen. Oh ja, da fällt mir jetzt gerade was ein. Du kriegst einen Jungen. Du kriegst einen Jungen. Du kriegst ein Mädchen. Wir brauchen ja jetzt Träger. Der Kaserne.